Habt ihr schon mal von den 5 Love Languages gehört? Die sagen, dass jeder Mensch eine Lieblingsart hat, Liebe zu zeigen und zu bekommen. Liebevolle Worte, gemeinsame Zeit, hilfreiche Taten, Geschenke oder Berührung. Für mich reicht das nicht. Ich bräuchte straight up Umarmung? Können wir auch Sex haben? Kuscheln. Endet das dann in Sex? Und ich habe mich gefragt, wo kommt das bei mir eigentlich her? Und wenn ihr mich kennt, ahnt ihr sicher schon, das hier wird wieder ein selbsttherapeutischer Deep Dive in die eigene Psyche in Form witziger Animation, indem ich herausfinde, warum bin ich eigentlich, wie ich bin? Und im Greater Scale, warum sprechen Menschen verschiedene Love Languages und wie geht man damit um? Adressieren wir erstmal den Elefanten im Raum. Das Konzept der 5 Love Languages ist genauso wissenschaftlich wie der 16-Persönlichkeiten-Test. Nämlich gar nicht. Und trotzdem ist er ein gutes Tool, um in einer Partnerschaft oder auch Freundschaft zu kommunizieren, was man braucht. Bei meinem Test kam Acts of Service raus. Oh. Toll. Öfter den Müll rausbringen. Und bei dir? Sex. Obviously ist Sex eine Form der Love Language Berührung. Aber wieso spielt die für mich so eine große Rolle? Und wieso denke ich, wenn ich nicht angefasst werde, ich sei ungeliebt? Ich kann das auch gar nicht haben, so eng umschlungen einzuschlafen. Ja, wer will schon sowas? And I'm fine, I'm fine. It's not a problem, just a challenge. It's a challenge. Man könnte in der Kindheit nach Antworten suchen, aber da würde man keine finden. Von meinen Eltern habe ich viel Liebe und Zuneigung bekommen, in allen 5 Love Languages. Aber wenn ihr schon länger hier seid, wisst ihr vielleicht, wo man Antworten finden könnte. Bro, ich glaube, wir sollten endlich und dann... Okay. Cool. Ja, in der Sexfreundschaft mit meinem hetero-besten Freund, Chan. Die zog sich 3,5 Jahre durch meine Teenzeit. Die Zeit der ersten Male, in der man Erfahrungen sammelt, daraus lernt und die Learnings bestimmen, was für ein Mensch man wird. Okay, okay. Er will zwar kein Boyfriend-Label, draußen meine Hand nicht halten, mich nicht küssen und nur so tun, als wären wir Kumpels. Aber wenn wir allein sind, haben wir immer Sex. Also... Ist alles okay, solange wir Sex haben? Er liebt mich, solange wir Sex haben. Yay! Aber leider ist Sex als einziger Indikator, dass alles in einer Beziehung in Ordnung ist, kein gutes Learning. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Hi. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Kennt ihr die Theorie der 3 Lieben? Die besagt, dass wir 3 große Lieben im Leben haben. Yeah, ein weiteres pseudowissenschaftliches Erklärmodell. Ja, aber nachdem die Chan-Sache mich emotional kaputt gemacht hatte, wurde ich zu einem unsicheren Kopfmensch, der Regeln, Ordnung und Pläne braucht. Besonders bei Dingen, über die man im Leben keine Kontrolle hat wie Gefühle. Wenn es also Erklärmodelle gibt, die versuchen, Emotionen zu rationalisieren, I take it. Ja, ja. Die 3-Lieben-Theorie. Die erste Liebe versucht zu erfüllen, was wir uns unter idealer Liebe vorstellen. Wir ahmen nach, was wir sehen und uns wünschen. Aber die Wunschvorstellung zerbricht irgendwann an der Realität. Die zweite Liebe ist obsessiv. Du bist besessen von ihr und letztendlich zerbricht sie dich. Sie ist voller Lügen, Drama, Schmerz und Verrat. Und trotzdem hilft sie uns zu wachsen. Zu lernen, was wir wollen und was nicht. Ich habe oft das Gefühl, dass ich was falsch rum gemacht habe. Dass die Chan-Sache meine 2. Liebe hätte sein sollen. Nicht meine 1. Denn ich war noch nicht ready für direkt sowas Krasses und habe darum komplett falsche Learnings mitgenommen. Wie... Er liebt mich, solange wir Sex haben. Yay! Danach wusste ich, was ich wollte. Aber statt zu Liebe 3 überzugehen, holte ich die 1. Liebe nach. Die Wunschvorstellung der idealen Liebe. Die an der Realität zerbricht. Die 3. Liebe kommt unerwartet und reißt jede Mauer ein. Sie kommt, wenn dein Inneres heilt und fühlt sich an, wie ein fehlendes Puzzlestück zu finden. Sie kommt ohne Spielchen aus und gibt dir ein Gefühl von nach Hause kommen. Gegenseitig inspiriert ihr euch, die beste Version eurer selbst zu werden. Und du schaffst es bei ihr, so ehrlich zu dir selbst zu sein. Wie nie zuvor. Und ich glaube, weil das mit Chan damals so war, denke ich instant bei der kleinsten Zurückweisung, wir trennen uns. Ah. Weil das in mir triggert, irgendwas ist nicht okay und das ist der Anfang vom Ende. Quatsch, komm her. Oder weil ich seit ich 9 war, wusste, ich stehe auf Männer. Überall gesagt wurde, dass es eklig und körperliche Nähe zu Männern darum so ein Craving wurde, dass ich mir mein Leben lang selbst verboten habe und jetzt nicht genug davon bekomme. Aber wer weiß das schon so genau?
Unterm Strich können wir nur spekulieren, warum wir unterschiedliche Love Languages sprechen. Aber mal drüber zu reden, kann ich jedem nur empfehlen. Meine ist Worte der Abneigung. Okay, aber die Love Language zu kennen, hilft aufeinander zuzugehen und zu verstehen, warum Dinge, die euch gar nicht so wichtig erscheinen, für den Partner enorm bedeutungsvoll sein können. Und auch wenn ihr nicht in einer Beziehung seid, selbst im Freundeskreis ist es total cool zu wissen, wie man Appreciation zeigen kann. Zum Beispiel, Anti, ich hasse dich. Ich dich auch. Und generell ist es beruhigend zu wissen, so wie ich die Dinge sehe, sieht sie nicht zwingend jeder Mensch auf der Welt. Und das ist voll okay. Wie schaut's bei euch aus? Welche Love Language spricht ihr? Und wenn euch die Inhalte gefallen, unterstützt uns super gern auf Patreon. Checkt das Buch von mir und meinem Boyfriend aus. Und wir sehen uns. Chihuahua!